Mittlerweile sind wieder 5 Jahre vergangen und es gibt massig mehr Studien, die genau in diese Richtung hindeuten, festzustellen, dass auch eine langfristige ketogene Ernährung, also eine kohlenhydratfreie oder fast kohlenhydratfreie Ernährung, dem Körper nicht schadet, auch langfristig nicht. Bei mir sind es jetzt 5,5 Jahre, seit ich mich so ernähre. Und ich lebe noch immer und ich habe beste Blutwerte, besser als die, die ich zuvor hatte, sei es beim Cholesterin, sei es der Blutdruck, der leicht erhöht war zuvor. Also es passt eigentlich alles, ja. Und ich verstehe nicht, warum nicht viel mehr Ärzte, vor allem im Diabetesbereich, Internisten auf dem Gebiet versuchen, diese Thematik zu lernen. Und das ist ja so einfache Therapie für viele der Patienten. Oder würde, selbst wenn man insulinpflichtig ist, das Leben viel, viel einfacher machen als Diabetiker, weil man einfach diese Schwankungen, und ich kenne mittlerweile viele Typ-1-Diabetiker, die also auch insulinpflichtig sind, und die diese Schwankungen von Unterzucker zu Überzucker halt oft leider miterleben müssen. Und solche Schwankungen könnte man total easy in den Griff kriegen, ja? Indem man einfach viel weniger Blutzucker im Blut hat und dadurch auch viel weniger Einheiten Insulin spritzen muss und die Fehlerrate dann sozusagen viel kleiner ist, ja. Weil das ist ja so, vielleicht kann man das kurz erklären. Es gibt übrigens einen Arzt, den Dr. Bernstein. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber viele Diabetiker werden den hoffentlich kennen. Das ist ein amerikanischer Arzt, der selber Diabetes Typ 1 bekommen hat in Kindesjahren, und zwar, der ist mittlerweile über 80. Und das war damals eine Zeit, wo gerade das Schweineinsulin sozusagen erfunden wurde. Und das ist mit dem war das sehr schwierig, den Zuckerspiegel überhaupt einmal in den Griff zu bekommen. Das war halt so in den 50er Jahren, 60er Jahren noch, und er hat dann selber begonnen, Medizin zu studieren, weil er hat für sich selber eine Strategie gefunden, nämlich Kohlenhydrate und Zucker einzuschränken. Damit hat er gesehen, er braucht viel weniger Insulin, weil der Blutzucker viel niedriger ist. Und er wollte quasi der Welt seine Erkenntnis mitteilen und ist aber nirgends gehört worden, ja, und hat deshalb Medizin studiert, um in Fachjournalen dann Veröffentlichungen machen zu können. Und hat dann natürlich auch Bücher geschrieben, und diese Dr. Bernsteins Diabetes Solution, das ist ein Buch, das habe ich, ja, das ist zwar nicht ganz dünn, aber das habe ich verschlungen innerhalb von, ich weiß nicht, einigen, ja, Stunden oder Tagen. Ja, jedenfalls, wenn man sich an dieses Buch hält und versteht man so viele Dinge auf einmal so gut, wie der Stoffwechsel funktioniert, warum der Zucker nicht ins Blut geht und was man wirklich dagegen tun kann.